Heute möchte ich euch wieder vom Ausschuss Digitale Agenda erzählen. Der eigentliche Ausschuss war super kurz. Wir hatten nämlich eine sehr, sehr spannende Fachanhörung. Da ging es um Thema Desinformationskampagnen, Meinungs- und Wahlmanipulation und wie die Demokratie eigentlich sich schützen kann gegen diese Art von Einflussnahme. Wir hatten verschiedene Fachexperten geladen, die auch am Anfang angefangen haben, ihre kleinen Statements zu erzählen. Das war schon sehr, sehr spannend. Dann ging aber ein kleines Mörp, Mörp, Mörp los und es blinkerten rote Lämpchen an der Wand. Das hieß, es gab in dem Fall keine namentliche Abstimmung, sondern einen sogenannten Hammelsprung. Parallel tagte nämlich auch das Plenum. Viel findet ja parallel statt. Und im Plenum war gerade die Debatte um den Mietenwahnsinn eine Aktuelle Stunde. Und Minister Seehofer hielt es irgendwie nicht für nötig, bei seinem Thema dabei zu sein. Er ist nämlich auch der Wohnungsminister von Deutschland. Und deswegen mussten wir unterbrechen, alle Abgeordneten mal rüberrennen, durch die Hammelsprungtüren laufen und dann später wieder zurückkommen. Und dann ging es weiter mit Desinformationskampagnen, Wahlmanipulation und Co. Wir haben also unter anderem erfahren, dass die Einflussnahme quantitativ bei der Bundestagswahl 2017 größer war, als man zuerst gedacht hat, dass man aber immer noch extrem wenig darüber weiß, wie die Wirkung davon eigentlich war. Es gibt viel zu wenig Forschung. Das liegt auch daran, dass man also einerseits zu wenig Ressourcen dafür hat, also zu wenig Forschungskohle, aber man hat auch viel zu wenig Daten. Facebook sammelt zwar wahnsinnig viele Daten, aber es gibt ganz wenig Daten an die Forschung raus, um mal zu untersuchen, wie zum Beispiel Meinungen beeinflusst werden, wie sich Fake News verbreiten, welche Folgen das hat und so weiter. Die Ziele von solchen Desinformationskampagnen sind oft gar nicht, dass man beabsichtigt, einen Mensch mit einer A-Meinung auf einmal zu einer B-Meinung zu bringen. Das sind also ganz oft mehr so Seiteneffekte, dass man also zum Beispiel möchte, dass Menschen mobilisiert oder demobilisiert werden. Dass sie also, wenn es genehm ist, wählen gehen oder wenn sie dem anderen Spektrum angehören, dass sie dann demotiviert werden, nicht wählen zu gehen. Es sind aber auch so Sachen wie, dass man allgemein destabilisieren möchte, das Vertrauen zum Beispiel in Medien und ob das stimmt, was da steht, oder auch in demokratische Institutionen erschüttern will, indem man Menschen einredet, das, was Politik erzählt, das sei alles ganz anders und irgendwie gar nicht wahr. Das ist natürlich gefährlich für eine Demokratie, deswegen haben wir uns vor allem auch mit der Frage befasst, was macht man denn jetzt eigentlich? Und neben der Frage, dass man natürlich mehr Forschung und mehr Erkenntnisse braucht, gab es auch Verantwortungen an die sozialen Medien selber. Man braucht viel mehr Transparenz, zum Beispiel über Wahlwerbung, die auf Facebook oder anderswo passiert. Im Moment ist es aber so, dass politische Werbung eingestuft wird von Facebook selber. Das heißt, Facebook entscheidet, was politische Werbung ist oder nicht. Und vieles wird davon dann gar nicht erfasst. Hier ist auch die Politik gefragt. Die soll nämlich selber viel transparenter sein. Welche digitale Werbung macht sie eigentlich? In welchem finanziellen Volumen wird das gemacht? Welche Zielgruppen werden da angesprochen und so weiter? Findet natürlich nicht statt. Was wir auch brauchen, ist viel mehr Medienkompetenz. Eben nicht bloß in der Schule, wo es ja auch schon viel zu wenig ist, sondern für alle. Generationenübergreifend in der Zivilgesellschaft, aber auch in Ämtern, in der Politik, in Behörden, überall. Und ein Grund dafür war, dass wir ja eine Demokratisierung des Journalismus erleben oder zumindest der Bereitstellung von Informationen und Neuigkeiten. Und dass wir deshalb alle besser wissen müssen, das, was eigentlich alle Journalisten im ersten Semester lernen, nämlich wie bewerte ich denn eine Quelle, wie kann ich eine Information beurteilen, ob die wahrscheinlich richtig ist oder möglicherweise falsch. Diese Grundkompetenzen, die fehlen ganz vielen Menschen bei uns. Das und ganz viele andere Dinge kamen da also zum Tragen. Man kann diese Anhörung im Internet auch nachgucken unter www.bundestag.de mit dem Datum von heute, 10. April 2019, findet man die Aufzeichnung. Man findet dort auch die Gutachten, die die jeweiligen ExpertInnen eingereicht haben. Ich hoffe, das war wieder ein kleiner Einblick für euch aus dem Inneren des Bundestages, der euch gefallen hat. Guckt weiter hier rein, ich werde euch auch nächstes Mal erzählen.